Wenn uns einer in die Röhre gucken lässt, dann sicherlich die Firma Philips in Aachen-Eilendorf. In jedem dritten europäischen Fernseher flimmert mittlerweile ein Gruß aus der Kaiserstadt. Wobei Flimmern ein Stichwort ist, denn die Elektronikbranche ist schnelllebig und die Entwicklungen für eine noch bessere Bildqualität, die schreiten kräftig voran. Um nicht den Anschluss zu verpassen, hat Philips jetzt tief in die Firmenschatulle gegriffen. 110 Millionen Mark investiert das Unternehmen in sein Aachener Bildröhrenwerk. Noch flacher sollen sie werden, die Bildröhren, und damit einzigartig in Europa. Verschiedene Hersteller haben bereits angekündigt, die neue Röhrengeneration in ihren Produkten zu verwenden. Kein billiges Vergnügen, denn der Preis von rund 4000 Mark pro Gerät kann dann doch wieder zu leichten Flimmern führen beim Blick auf den Kontoauszug. Flach wie eine Fensterscheibe, so sehen die Fernsehbildschirme der neuen Generation aus. Es war zwar keine technische Sensation, die Philips heute präsentiert hat, die Firma verspricht dem Fernsehzuschauer aber ein besseres Seherlebnis. Weniger Flimmern, stärkere Kontraste, schärfere Bilder. Die Japaner stellen die flachen Bildschirme schon her. Philips zieht jetzt nach. In Europa ist das holländische Unternehmen der einzige Produzent der neuen Röhren. Aachen der einzige Produktionsort. Wir haben in Aachen gute Voraussetzungen, was Technologie betrifft. Vor allen Dingen haben wir sehr viel investiert in technische Kompetenz hier in Aachen. Das heißt, die Nähe zur Hochschule genutzt, Zusammenarbeit mit der Hochschule, aber auch die Zusammenarbeit mit den Forschungszentren. Philips in Aachen und auch mit Eindhoven hat uns prädestiniert, um die neuen High-End-Geräte in Aachen zu starten. Seit 45 Jahren stellt Philips in Aachen Bildröhren her. 55 Millionen Stück sind seitdem hier produziert und in alle Welt verkauft worden. Mit der neuen Flachbildröhre hofft das Unternehmen, seine Marktherrschaft in Europa weiter auszubauen. Zur Berliner Funkausstellung in diesem Jahr werden erstmals Fernseher mit der neuen Philips-Röhre präsentiert. Mit dem wachsenden Fernsehmarkt, so glaubt Philips, wächst auch der Anspruch der Zuschauer an die Bildqualität. Bis aus dem flachen Bildschirm dann auch der flache Fernseher wird, kann es allerdings noch einige Zeit dauern. In den nächsten 5 bis 10 Jahren erwarten wir, dass die flache Bildröhre, die man an die Wand hängen kann, noch nicht serienreif ist in großen Stückzahlen. Das heißt, wir erwarten uns von dem Zwischenschritt, den wir jetzt gemacht haben mit dem wirklich flachen Bild, für die nächsten 5 bis 10 Jahre noch ein gutes Geschäft. 2 Millionen Flachbildröhren sollen in Aachen schon im nächsten Jahr vom Band laufen. Die Investition von 110 Millionen Mark fließt vollständig in die Produktion. Neue Arbeitsplätze werden nicht geschaffen. Vielmehr soll das Geld die Beschäftigung der bisher 1250 Mitarbeiter in der Aachener Fabrik sichern.